So, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Hier wollen wir ja auch mal ein bisschen weiter drin, ne? Nicht jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Wir sollten nach diesem Schockjockey gucken da, ne? Können wir hier hoch? Vielleicht? Ja. Hüpf, hüpf. Ne, der Plan geht nicht auf, da gibt's anscheinend nichts. Mensch, Mädel, hast du Angst im Dunkeln? Salzautomat. Sieht ja ganz nett aus hier, wa? Hat er denn der Verkaufsautomat? Das sind diese ganzen Kräfte da, die mehr nervig sind als alles andere eigentlich, ne? Ah, ich durchsuche den Schreibtisch von draußen. Alles klar. Läuft. Schadensboost. Magazinvergrößerung. Für die Pistole allerdings, ja. Faust. Streuung vom Maschinengewehr verringern. Das ist doch eine nette Sache. Kann man mal Geld investieren. Karabiner habe ich, glaube ich, gerade in der Hand. Maschinengewehrschaden. Ja, genau. Ist ja ganz nett. Kann man mal ein bisschen Geld loswerden hier. Na? Ach nö, ne? Was ist das denn jetzt? Voll ätzend. Wieso stürzt das hier plötzlich ab mit OBS? Es lief doch vorher die ganze Zeit so schön. Haben wir fleißig gezockt gehabt hier. Könnte ich sauer werden, ne? Ich hoffe, dass wir mal mit schnell laufen. Ist ja voll nervig. Oh, komm, geh mir aus dem Weg. Oder später benutzt man das alles, also gibt doch alle Upgrades her, ja, und dann ist gut. Und nicht lange rumspielen hier. So, okay, du stürzt jetzt hier wieder ab. Dann werde ich sauer, ey. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Robert, hol mich! Ruhm und Ehre winken! Ah,
freigestellt, komm her. Macht deinem Dasein ein Ende. Oh, mal hoffen, dass das jetzt hier läuft. Sonst werde ich hier wirklich mal sauer hier. Es ist so ruhig hier, das gefällt mir nicht. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. So. Jetzt kommen wir da durch, okay. Ich glaube, daran kann ich mich sogar auch noch erinnern. Ja, was soll ich mit der Knifte, ne? Andererseits, was soll ich mit Schrot? Die hat gerade nicht so viel Muni. So, da müssen wir noch nach Zeug gucken hier. Wie immer, so oft. Da gibt es wieder so eine Kraft oder sowas hier. Gucken, hier gibt es ein Lockpick. Barren. Infusion. Okay. Schild, Salzer. Ja, komm, ich gehe auch mal ein bisschen auf Salze. Perfekt. Und dann wollen wir den Laden mal aufräumen hier. Besser als die Pistole fände ich natürlich. Wobei. Das wäre ja, denke ich, gerade die schlauere Lösung. Karabiner stellt ja quasi fast eine Pistole dar. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Ja, ist okay. Schrotflinte. Brauche ich nicht. Ja. The Battle of Wounded Knee. Boxer Rebellion. Wo gehe ich denn zuerst lang? Na, da sie mich dort erwarten, gehe ich hier durch, oder? Hey. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Employee only. Okay. Bing. Was
Achso, wollte ich doch gar nicht. Ausrüstung. Tralalala. Wenn deine Gesundheit sehr gering ist, hältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Ja, das ist geil. Die will ich auch anlegen. Das ist praktisch. Das ist ja quasi das Super-Feature hier. So, Freunde, da kommt mal her hier. Dann mache ich euch mal fleißig fertig hier. Was ist denn hier los? Wofür ist denn das Schalterchen hier? Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. So was. Wieso hänge ich hier fest? Jetzt fange ich an, wie Demon in Doom immer irgendwo festzuhängen an hier oder was? Ja. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und. Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Wir werden unvergessen bleiben! Fireman, Vorsicht! Raus aus der Hölle! Damn. Der von wo? So, und alle anderen mitgezogen oder was? Nee, das war einer. So. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancern. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. So, ansonsten gibt's hier nichts. Außer einem schicken Kampf. War mir sicher, hier gab's eine Tür, aber anscheinend doch nicht. Oh. Salze habe ich voll, insofern. Ja, dann. Muss mal wieder zurücklaufen. Habe ich mir da fast gedacht. Da lässt du deine Lampe fallen, oder was? Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Kein Blechsoldat wird dich je besiegen. Hab dich gesehen, Kumpel. So. Leer. So. Gesundheitskit, Salz, Munition. Oh, keine Aufrüstung. Munition brauche ich eigentlich im Moment nicht. Wobei, Maschinengewehr wäre ganz nett, ne? Man kann das Geld ja auch mal nutzen.
Keine Ahnung, ob ich da jetzt was verschwendet habe oder nicht. Aber was man hat, hat man. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Hm, 40% deiner Fälle lassen Gegner Munition fallen, wenn sie sterben. Ja, ist auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon ausgerüstet habe. Und ob es vielleicht... Ist nicht I? Oder ich gucke hier mal jetzt in die Dings. Tastatur und Maus. Irgendwie muss man doch da in sein Menü kommen und da was umändern können. Das gibt's doch gar nicht. Spielmenü ist O. Ist es das vielleicht schon? Aha. Ausrüstung. Neueste Nachrichten. Aha. Handyman. Die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ja, komm, das ist ganz nett. Der letzte Mann, erhältst du beim Töten. Ja, das habe ich gerade auch haben wollen. 40%, das ist auch gut. Munition. Liefern Sie Silber Eagles. 70%ige Chance, dass Nahkampf. Ziel in Brand gesetzt, weil von dem 4 Sekunden lang 300 Schaden. Das heißt, 60% Chance auf kritische Nahkampftreffer gegen taumelnde Gegner. Bleibe ich doch dabei. Und dann ist das auch schon gut hier. Muss es nicht übertreiben mit dem ganzen Gemache da. Kommt mal ran, Jungs. Kommt da gar nicht. So, okay. Ja, wollen wir mal aufräumen. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Ja, schön gerimt, ne? Sie waren dabei, bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vor die Tür sein. Seht, ob ich recht habe. Er hat sich verkrümelt. Glaubst du, du kannst mich auf... Genau, springen genau vor die Nase. Das war eine gute Tat, Bruder.
die Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass das eine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Tja. So ist das Leben. Man läuft weiter, trifft Entscheidungen, blickt vielleicht auch mal zurück und sagt sich, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, ne? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Also hier, nehme ich an. Das war nicht abzusehen. Coole Nummer. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Viele bunte Kerzen. Also, nicht bunt. Aber, ne? Bitte sehr. Oh. Danke. Mach her damit. Na, ich erinnere mich nur ungern. Hier wurde es nämlich dann doch mal schwierig. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Tja. Da ist wohl was Wahres dran. Kannst du das knacken? Dafür brauchst du kein Lockpick, das machst du mit einer Haarnadel. Ja, ist halt Teil der Story wahrscheinlich, dass es weitergeht, ne? Ja. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Tja, ich sag mal so, wir laden mal den letzten Kontrollpunkt und hoffen, dass der nicht so weit zurückliegt. Weil ich möchte gerne diesen Part beenden und ja, schauen wir mal, wo wir landen. Ja, das ist jetzt affig, aber wohl auf dem Weg zurück, ne? Und dann kommen die da gleich wieder raus, oder muss ich jetzt hier nochmal kämpfen? Hab dann schon gekämpft, okay. Ja, dann bis zum nächsten Teil, ne?